Wo sind die auch? Boah. Am 25. Juni 1991 erklärte sich Slowenien für unabhängig. Am 28. Juni kam es in Gornja Radgona, Radgersburg, zu schweren Kämpfen. Ich habe 4 Kinder, ich muss mit 4 Kindern jetzt zurück. Schon vergessener Konfliktherd im Herzen Europas meldet sich zurück. Man kann es nicht beschreiben. Ich bin jetzt noch ganz fertig. Radgersburg und Gornja Radgona, eine der letzten geteilten Städte Europas, lag einmal im Zentrum der Habsburger Monarchie. Durch den Zerfall des Reiches wurde das Gebiet um Radgersburg zur Radzone. Steierska, die Untersteiermark, war der Name für die steirischen Gebiete südlich der Mur. Mit 6050 Quadratkilometern bildete sie fast 27% des alten Herzogtums Steiermark. Rund 370.000 Menschen leben in dieser vom Klima besonders begünstigten Region. Zu Unrecht geriet sie in Vergessenheit, denn Wälder und Weinberge, Schlösser und Burgen machen die Untersteiermark zu einem der schönsten Landstriche Mitteleuropas. Die Untersteiermark war immer ein offener Raum für Handel, Siedlungsgebiet verschiedener Völker und militärisch von großer Bedeutung. Sie war das Tor nach Süden Richtung Balkan, nach Osten zur Pannonischen Tiefebene und nach Westen zum Adriatischen Meer. Nach Illyrern und Kelten kamen um 16 vor Christus die Römer und gründeten die ersten Städte, wie zum Beispiel Zelaya. Heute Celje, zu Deutsch Cilli. Und Poetovio, heute Ptuj, zu Deutsch Pettau, die älteste Stadt der Steiermark. Um 590 nach Christus besiedelten Awaren und Slawen die Untersteiermark und gründeten nach dem Jahr 626 das slawische Fürstentum Karantanien, das älteste Stammesherzogtum Mitteleuropas. Die slawischen Siedler blieben, doch ihr Reich wurde wieder zerstückelt und von immer neuen Herrschern regiert. Im 8. Jahrhundert kam das Gebiet unter fränkische bzw. bayerische Herrschaft. Neue Siedler kamen ins Land und setzten den Grundstein für die 800-jährige Gemeinschaft von deutschsprachigen und slowenischsprachigen Steirern. Das Herzogtum Steiermark wurde schon 1192 an das babenbergische Herzogtum angegliedert. Teile der Untersteiermark kamen dadurch früher an Österreich als zum Beispiel Tirol oder Salzburg. So liegt der letzte und einzige steirische Herzog, Ottokar IV., relativ vergessen in Sveti Arech am Pachern in der slowenischen Steiermark begraben. Durch den Tod des letzten Grafen von Cilli erhielt das Herzogtum Steiermark seine bis 1918 gültige Form. Im Mittelalter bildeten sich in den Städten durch Fürsten, Geistliche und neu zugewanderte Handwerker erstmals eine deutschsprachige Schicht. Die Landbevölkerung blieb weitgehend slawisch. Den Nationalbegriff des 18. und 19. Jahrhunderts gab es im Mittelalter nicht. Man gehörte einer sozialen Schicht an, unabhängig davon, welche Sprache gesprochen wurde.
Ein deutscher Geistlicher war einem slowenischen Geistlichen näher als zum Beispiel einem deutschsprachigen Bauern. Während der Reformation kam es zu einem Aufblühen der slowenischen Kultur. Der Geistliche Primož Tuba übersetzte um 1550 die Bibel und verfasste eine Grammatik und Wörterbücher. Die Gegenreformation machte all das wieder zunichte. Viele slowenische und deutsche Protestanten wurden zur Emigration gezwungen. Unter Kaiserin Maria Theresia hatte die slowenische Landbevölkerung erstmals Zugang zu höherer Bildung. Auch Slowenen konnten daher Beamte werden, mussten aber zweisprachig sein. Trotz dieser neuen Möglichkeiten waren politische Schlüsselpositionen den meist deutschsprachigen Städtern und Aristokraten vorbehalten. Ein sozialer Konflikt mit den Slowenen war dadurch vorprogrammiert. ...1848 sind die Slowenen vor einer komplett schwierigen Situation gestanden. Zwar deswegen, weil sie bereits im Mittelalter ihre Führungsschicht, nämlich den Adel, verloren haben. Zwar zugunsten der Deutschen und Italiener. Das hat aber bedeutet, dass auch eine Bürgerschicht 1848 nicht ausgebildet gewesen ist und für diese Funktion faktisch nur die slowenische Geistlichkeit in Frage gekommen ist. Die slowenische Geistlichkeit ist vollkommen eingesprungen und hat das Slowenentum in das nationale Erwachen des 19. Jahrhunderts hineingeführt. Bis zum Jahre 1848 war die slowenische nationale Bewegung vor allem auf die Kultur beschränkt. 1848 griff die Bewegung in die Politik ein und damals haben die Slowenen ihr erstes politisches Programm, das Programm des Vereinten Slowenien, erhalten. Im 19. Jahrhundert versuchte die slowenische Intelligenz, die eigene Sprache aufzuwerten und das Nationalgefühl zu stärken. Ein eigenes Pressewesen wurde entwickelt und ein nationalpolitisches Programm aufgestellt. Die Ziele des Programms waren ein Ende der jahrhundertelangen Dominanz der deutschen Kultur und die Schaffung eines vereinten Sloweniens. In der Untersteiermark, in der Slovenska Steierska, haben wir die besondere Situation, dass die Städte in der Hauptsache von einer deutschen Bevölkerung bewohnt gewesen ist und die Umgebung slowenisch-bäuerliche Bevölkerung gewesen ist. Das hat bedeutet, dass mit der bürgerlichen Bewegung bzw. der nationalen Bewegung hier eine Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land auch auf nationaler Ebene stattgefunden hat. Die wichtigsten Städte waren Marburg, Maribor, Bettau, Ptuj, Cilj und Celje, die von der deutschnationalen Seite als Festungsdreieck interpretiert wurden. Es ist ein massiver Kampf im 19. Jahrhundert um diese Städte entbrannt. Die deutschen Bürger haben ihre liberalen Ideale total vergessen. Sie haben sich zu Nationalisten gewandelt und haben mit aller Macht versucht, ihren deutschen Besitzstand zu verteidigen. Die Slowenen mussten eigentlich mit aller Kraft darum kämpfen, dass sie ihre Rechte bis 1918 erhalten. Vsakdanje življenje je bilo, kar se tiče. Das alltägliche Leben war völlig nach Nationalitäten getrennt. Die Gaststätten und Kaffeehäuser waren entweder slowenisch oder deutsch. In Celje gab es sogar eine slowenische und eine deutsche Kirche. So gab es natürlich keine sonderliche Harmonie. Der einzige Ort, an dem sich Leute ohne Rücksicht auf ihre Nationalität begegneten, war das Bordell in Celje. Da spielte die Nationalität keine Rolle. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts galt Celje als südlichste deutschsprachige Stadt der Habsburgermonarchie. Dies traf nur für das Stadtgebiet zu, denn die Umgebung war natürlich rein slowenisch. Die deutsche Bevölkerung von Celje fühlte sich zunehmend bedroht und nahm nach der Jahrhundertwende eine äußerst radikale Haltung ein, was man auch in den damaligen Zeitungen, zum Beispiel in der Deutschen Wacht, nachlesen kann. Hier handelt es sich um Antisemitismus, um die Ideologie der arischen Rasse. Schönerer und Karl Hermann Wolf waren hier sehr populär.
Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts bildete sich bei den Slowenen das Gefühl, ein Volk von Proletariern zu sein. Auch die Deutschen sahen in den Slowenen ein Volk ohne höhere Kultur, das bereits zur Hälfte deutsch geworden war. Auch war die slowenische Sprache in den Augen der Deutschnationalen keine eigene Sprache. Die Slowenen, ein Volk, das zur Assimilation gezwungen ist und ohnehin deutsch werden wird. Bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstand der Terminus vom deutschfreundlichen Slowenen. Und natürlich ist dieses Klischee auch heute noch sehr präsent. Die Slowenen haben sich gegenüber den Deutschen stets minderwertig gefühlt. Es ist interessant, dass sie gegenüber den Italienern dieses Minderwertigkeitsgefühl nie hatten. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges traf Slowenen und Kroaten unvorbereitet. Einerseits forderten sie von Österreich mehr Rechte, andererseits stellte Italien bereits Gebietsansprüche. Bei einem Sieg Italiens über Österreich würden die Slowenen wieder unterdrückt und ihr Land aufgeteilt werden. Mit Fortschreiten des Krieges wurde der Zerfall des Habsburgerreiches immer deutlicher. Die Radikalforderung einer kleinen Gruppe, die den Zusammenschluss der Slowenen und Kroaten mit den Serben propagierte, bekam immer mehr Gewicht. 1916 verlangten die Großdeutschen im Reichsrat, dass sich Österreich-Ungarn im Falle eines Sieges an Deutschland anschließen sollte. Dies verstärkte nur noch die Absetzbewegungen der Slowenen. Ja, kako je bilo v monarchii? Ja, wie war das Leben der Völker in der Monarchie? In Bezug auf die Slowenen muss ich sagen, und das ist auch historisch bewiesen, dass die Slowenen in der Monarchie absolut keine Aussichten auf Vereinigung in einer von ihnen gewünschten Form hatten. Am 30. Mai 1917 gab der jugoslawische Abgeordnetenklub des Reichsrates unter der Führung des untersteirischen Slowenen und Priesters Dr. Anton Koroschec die Mai-Deklaration heraus. Gefordert wurde ein selbstständiger Staatskörper aller Slowenen, Kroaten und Serben unter Habsburgs Gnaden. Diese Deklaration führte in slawischen Kreisen dazu, einen gänzlich unabhängigen Staat zu fordern. Unterstützt wurden die Slawen durch das 14-Punkte-Programm Woodrow Wilsons, welches Autonomie und Selbstbestimmung für alle Völker forderte. An ein gemeinsames Reich glaubte fast niemand mehr. Am 29. Oktober 1918 erklärten sich Kroaten und Slowenen für unabhängig. Alle staatsrechtlichen Beziehungen zu Österreich-Ungarn wurden abgebrochen. Die Aufteilung der Steiermark und der Verlauf vieler neuer Grenzen in Mitteleuropa war ein großes Problem. Der slowenische General Rudolf Meister übernahm die Garnison in Marburg, erklärte die Stadt zu einem Teil des SHS-Staates und versuchte so vollendete Tatsachen zu schaffen. Die Gegenwehr Österreichs war gering, da mit der Einstellung von Lebensmittellieferungen aus der Untersteiermark gedroht wurde. Steirische Politiker befürchteten, dass die Kommunisten eine mögliche Hungerrevolte für einen Putsch nützen könnten. Trotzdem kam es im Grenzgebiet immer wieder zu kleineren Gefechten. Um sich von der verworrenen Lage ein Bild zu machen, führten die Amerikaner mehrere Erkundungsmissionen durch. Am 27.01.1919 war die Miles-Kommission in Marburg zu Gast. An diesem Tag demonstrierte die deutsche Volksgruppe für einen Anschluss an Österreich. Es kam zu einem Handgemenge mit jugoslawischen Soldaten. Ein Offizier wurde verletzt, woraufhin die Soldaten in die Menge schossen. In Wirklichkeit war dieser sogenannte Marburger Blutsonntag, wie in der deutschen Seite interpretiert wurde, ein Montag. Aber glaube ich, ganz wesentlich zu sagen, dass es hier, das war ein Schlüsseltag. Und zwar ist es darum gegangen, dass auf der einen Seite die Deutschen, auch von der Steiermark her, dass Marburg eine deutsche Stadt ist. Die Slowenen auf der anderen Seite wollten zeigen, dass es eine slowenische Stadt ist. Die Grenzziehung wurde 1919 in Saint-Germain festgelegt. Eine alliierte Grenzkommission fixierte den genauen Verlauf. Österreich musste als Kriegsverlierer auch von seinen Minimalforderungen abgehen und auf die Städte Marburg und Pettau verzichten.
Nur Radkersburg kam nach längeren Verhandlungen zu Österreich. Über eine mögliche Volksabstimmung in Teilen der Untersteiermark wurde zwar diskutiert, diese aber im Gegensatz zu Kärnten nie durchgeführt. Also irgendwie ist gekommen, es könnte eventuell bei uns so die Grenze verlaufen, oder? Da waren sie schon ganz unsicher, oder? Jetzt war die Grenze nur verflogen. Bevor dann die Grenze richtig mit Steinen versetzt ist, waren, da ist noch vorher dann eine Kommission der Grenze entlang gegangen. Da ist die Mutter mit rausgegangen mit dem Bürgermeister, die war so ein kleiner Bub, bin ja da mit rausgezogen. Und da hat der Bürgermeister dann gesagt, auf die Bahn dahin gesagt, den muss drehen, oder? Der hat heute einen Vorsitz, oder? Was der sagt, das gilt dürfen, oder? Also sie hat sich vor den Japaner hinkniet oder, und hat mit aufgehobenen Händen gebeten, oder, dass unter dem, unser Besitz gleichzeitig mit der Lehrenhierarchie bei Österreich verbleibt. Daraufhin hat der Japaner gesagt, ja, diese Bitte müssen wir hören. Dadurch blieb der Hof der Familie Prassnik und die Leonhardtkirche bei Österreich. Die Grenzziehung hatte zur Folge, dass rund 30.000 deutschsprachige Steirer im neuen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, der SHS, lebten und ca. 5.000 slowenischsprachige Steirer Bürger der Republik Deutsch-Österreich wurden. Mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie hat sich die Situation der deutschsprachigen Bevölkerung in Slowenien und vor allem in der Untersteiermark deutlich verschlechtert. Die deutsche Minderheit wurde von der jugoslawischen Politik diskriminiert. Die Situation der deutschen Minderheit war vor allem in den 20er Jahren sehr schlecht. Erst Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre kam es zu einer Verbesserung. In der Schule bin ich als Volksdeutsche immer geführt worden. Das heißt, man musste zu Beginn des Schuljahres eben aufstehen. Da wurde man, jeder wurde befragt, was bist du? Na, ich war halt deutscher Nationalität, aber jugoslawische Staatsbürgerin. Keine der beiden Seiten war bereit, der anderen die Rechte zu gewähren, die sie immer wieder gefordert haben. Das heißt, die Slowenen in der Monarchie, sie haben die Schulen gesperrt, sie haben der deutschen Minderheit die Grundlage des Schulwesens entzogen. So auf der anderen Seite die Österreicher, die den Kärntner Slowenen ebenso diese Möglichkeiten nicht gegeben haben. Reibereien, naja, es hat diese nationalen Slowenen gegeben, nicht? Die unbedingt bestrebt waren, ihre Ideologie durchzubringen. Man musste Slowenisch oder Serbokroatisch sprechen. Mit Deutsch ist man auf einem Amt nicht durchgekommen. Mein Vater war halt überhaupt ein sehr geselliger Mensch und ist halt manchmal abends irgendwo in ein Gasthaus, wo auch die Slowenen waren. Oder wir haben im Ort zwei Ärzte gehabt. Einer war ein deutscher Arzt und der andere war ein Slowene. Die sind auch am Tisch zusammengesessen, geplaudert und so weiter. Also das war eigentlich ein ganz geselliges Miteinander, bis das dann die Jahre ein bisschen vergangen sind und man gemerkt hat, ja, es kommt eine andere Welle irgendwie irgendwann auf uns zu. Die deutsche Minderheit hat also gewisse Rechte bekommen, dann kamen aber wieder schlechtere Zeiten. Diese ungünstige Lage der deutschen Minderheit war dann auch einer der Gründe für die Nazifizierung der deutschen Minderheit in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Nemška manjšina tako nazificirala. Ampak ko je pa 1933 prišel Hitler. Als Hitler 1933 Kanzler wurde, aber auch nicht sofort, sondern erst im Laufe der Zeit, begann sich die Situation zu verändern. Nach 1933 gewann Hitler immer mehr Einfluss auf den Schwäbisch-Deutschen Kulturbund, die Vertretung der deutschen Minderheit in Jugoslawien. Dem Kulturbund versprach er, sich in Belgrad für mehr Minderheitenrechte einzusetzen und dem slowenischen Establishment eine Verschiebung der Grenzen nach Norden. Österreich hätte diesem Plan zufolge zwischen Deutschland und Jugoslawien aufgeteilt werden sollen.
Die von Hitler betriebene Spaltungspolitik erzielte ihre Wirkung. Die Lage in Jugoslawien wurde immer instabiler und die Feindschaft zwischen den Volksgruppen größer. Kurz vor Hitlers Einmarsch in Jugoslawien, also im Jahr 1941, kam ich ins Realgymnasium nach Maribor. Die Situation war mir fremd. Unter den Schülern hat es keine Solidarität, kein Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben. Es bestand eine strenge Trennlinie zwischen den nationalsozialistisch orientierten Schülern und den Slowenen. Ein Drittel der Schüler waren Volksdeutsche, ein Drittel waren Slowenen, die mit den Nazis sympathisierten, und ein Drittel waren wir, nationalbewusste Slowenen. Erst als Hitler nach Österreich kam und sich der Kulturbund in Jugoslawien zunehmend nationalsozialistisch gebärdete, kam es zu Spannungen, vor allem unter der Jugend, nicht so sehr bei den Alten. Die Jugend wurde viel stärker durch die Nazi-Propaganda beeinflusst und so kam es zu Gewalttätigkeiten. Mit dem Kriegsanfang hat sich alles noch verschärft, weil der Kulturbund und die Volksdeutschen eigentlich schon vor dem Einmarsch Hitlers die Macht ergriffen und die jugoslawische Gendarmerie und Polizei entwaffnet hatten. Noch ehe die deutsche Wehrmacht kam, führten die Volksdeutschen Verhaftungen durch. Und damals haben wir Steirer uns irgendwie gespalten. In Deutsch sprechende und Slowenisch sprechende. Rechts und links der Straßen die Trümmer einer geschlagenen Armee. Am 6. April 1941 begann der Angriff der deutschen Wehrmacht auf Jugoslawien. Die Armee des SHS-Staates war aufgrund interner politischer Spannungen binnen weniger Tage geschlagen. Von den untersteirischen Volksdeutschen wurde die Wehrmacht stürmisch bejubelt. Auch viele Slowenen begrüßten den Anschluss, da ihre Kontakte zu Serbien keineswegs konfliktfrei waren. Man erwartete einen wirtschaftlichen Aufschwung und mehr Eigenständigkeit unter der deutschen Führung. Faktisch wurde Slowenien sofort zwischen Italien, Ungarn und dem Deutschen Reich aufgeteilt. Die Untersteiermark wurde wieder an die Steiermark angegliedert. Und dann kam halt schon langsam die Welle der Befreiung, nicht, von Hitler aus. Also Ostmark wurde befreit und dann schon langsam kam die Untersteier dazu. Und man hat eben gedacht, das wird dann sehr schön aufwärts gehen und die Leute werden mehr Arbeit haben und es wird jeder zufrieden sein. Nach dem siegreichen Abschluss des serbischen Feldzuges begab sich der Führer in die befreite Untersteiermark. Bei seiner Ankunft in Marburg ließ sich Hitler als Retter der deutschen Minderheit feiern. Der von ihm entfachte Krieg bewirkte genau das Gegenteil, nämlich das Ende der deutschen Minderheit in der Untersteiermark. Anlässlich der Besetzung der Untersteiermark verkündete Hitler seinem Gauleiter Überreiter: Machen Sie mir dieses Land wieder deutsch. Mit der Eindeutschung wurde sofort begonnen. Im Frühjahr 1942 wurde die slowenische Sprache aus dem öffentlichen Leben verbannt und auch in den Kirchen verboten. Die neue Verwaltung zwang die Slowenen, Deutsch zu lernen. Ein Großteil der slowenischen Oberschicht, der Priester und der Intellektuellen wurden sofort verhaftet oder deportiert. Es kam dann natürlich sehr bald von den Slowenen der Hass, aber irgendwo berechtigt, weil dann die Deportationen angefangen haben. Insgesamt wurden ca. 50.000 Slowenen Opfer von Hitlers Siedlungspolitik. Die Betroffenen erfuhren erst Stunden vor ihrer Aussiedlung von ihrem Schicksal. Sie wurden mit Gewalt aus den Häusern getrieben und in den Zug gesetzt. Bestimmt waren sie für Siedlungen im Osten. Die meisten Familien kamen dort nie an, sondern verschwanden in der Rüstungsindustrie und in Internierungslagern. Im Jahre 1941, als wir von den Deutschen besetzt wurden, wurde die ganze Familie Novak nach Kroatien ausgesiedelt. Zwei Brüder wurden von den Deutschen im Gefängnis in Celje erschossen. Mein Mann und ein weiterer Bruder wollten der Aussiedlung entgehen und flüchteten nach Unterkrain, Dolenska. Nach der Kapitulation Italiens im Jahre 1943 schlossen sie sich den Partisanen an.
Potem sta se morala pa vključiti, ne? Partizane sta šla. Das nationalsozialistische Terrorregime verspielte auch die letzten Sympathien, die zwischen Deutschen und Slowenen noch geblieben waren. Zwischen dem 7. und dem 30. Juli 1942 wurden im Zilja-Gefängnis 207 Slowenen bei Geißelerschießungen ermordet. Zwei weitere Brüder kamen in Gefangenschaft. Im Oktober 1941 sind sie wieder nach Hause auf den Bauernhof gekommen. Und da war niemand mehr von der Familie. Neue Besitzer waren da. Das Auftauchen der Brüder ist sofort den Deutschen gemeldet worden, die mit dem Polizeiwagen kamen. Die Brüder sind festgenommen und abtransportiert worden. Einer der Brüder wollte flüchten, sprang vom Wagen und wurde sofort erschossen. Der Franz blieb auf dem Wagen und wurde nach Celje und später nach Maribor gebracht, wo er auch erschossen wurde. Beigesetzt ist er in einem Massengrab in Graz. Diese Gewalt ist natürlich auf Widerstand gestoßen und führte zu Gewalt bei uns Slowenen. Deswegen sind wir zu den Partisanen gegangen, nicht wegen dem Bolschewismus. Die Partisanenbefreiungsfront für Slowenien wurde wenige Tage nach dem Einmarsch gegründet und verübte Sabotageakte auf zivile und militärische Ziele. Zu ihrer Bekämpfung setzten die Nazis immer brutalere Mittel ein. Auf beiden Seiten kämpften Personen der jeweils anderen Volksgruppe und es kam zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. In der Untersteiermark haben die Nationalsozialisten versucht, die Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung dazu zu benutzen, um sie faktisch zur Mitarbeit zu bringen. Das ist großteils auch gelungen, aber die Situation war wesentlich komplizierter. Viele Slowenen, die mit den Deutschen kollaboriert haben, sind Deutsche gegenübergestanden, die gegen die Deutschen gearbeitet haben. In der Steiermark und Krain wurden zur Bekämpfung der Partisanen eigene Truppen aufgestellt. Diese Wehrmannschaften und Domobranzen bestanden mehrheitlich aus Slowenen. Sie verhafteten Angehörige von Partisanen, die ermordet oder in Konzentrationslager deportiert wurden. Als Partisan bin ich vom Küstenland in die Steiermark abkommandiert worden und musste hier gleich eine böse Überraschung erleben. An der Küste konntest du sorglos im Dorf schlafen, weil das ganze Dorf Wache stand. Und die Leute haben dich sofort gewarnt, wenn deutsche bzw. italienische Soldaten kamen. In der Steiermark war es umgekehrt. Wir mussten uns gerade vor denjenigen fürchten, für die wir gekämpft haben, also vor dem Proletariat. Bei den mittelständischen Bauern waren wir sicher. Großbauern hat es hier ohnehin nie gegeben. Eine seltsame Situation war das. Der Terror der Nationalsozialisten löste bei den Slowenen einen Hass auf alles Deutsche aus. Die Aufteilung in deutsche Herrenmenschen und slawische Untermenschen hatte das Zusammenleben der Volksgruppen in der Steiermark endgültig zerstört. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Kurz davor flüchteten untersteirische Nazi-Größen und Domobranzen vor Titos Partisanen nach Österreich. 1943 wurde in Jeize der Beschluss gefasst, und zwar mit den Avnal-Beschlüssen, wo der neue jugoslawische Staat organisiert wurde, dass die Deutschen, die als Hauptverursacher des Krieges angesehen wurden, vertrieben werden sollen. Und zwar teilweise mit sehr harten Beschlüssen, die geheim gehalten worden sind. Die Auswirkungen waren dann später ganz massiv zu sehen. So kam Kidrich, einer der bedeutendsten slowenischen Kommunisten, nach Maribor. Am Abend hielt er eine Rede und damals hörten wir zum ersten Mal, dass die Deutschen ausgesiedelt werden sollten. Nach ein paar Tagen wurde eine Gruppe organisiert, die die Aussiedlungen in der Steiermark durchführen sollte. Es gab Namenslisten, die von den lokalen Behörden angefertigt wurden. Und das sah dann so aus. Jedem Geheimdienstoffizier wurde eine Gruppe Leute unterstellt. Wir kamen, laut Namensliste, ins Haus, gaben den Menschen eine Stunde zum Zusammenpacken. Sie durften nur das mitnehmen, was sie in beiden Händen tragen konnten. Und dann wurden sie mit dem Lastwagen weggebracht. Alles ging nach Sterntal. Sterntal war kein Vernichtungslager, wie etwa Tehavie bei Celje. Sterntal war für die Aussiedlung bestimmt. Sterntal war für die Aussiedlung bestimmt.
Bevor wir Aussiedlungen am Land durchführten, war Maribor dran. Und ich ging mit dieser Namensliste zu einem Haus beim Mariborer Stadtpark. Da war eine alte Frau, die nur gebrochen Slowenisch sprach. Und ich sagte, Sie haben eine Stunde Zeit zum Packen und dann gehen wir. Als ich fertig war, ging ich in die Kommandantur zurück und dort war schon eine Parteiaktivistin aus Maribor und sie schrie. Ich glaube, sie sagte sogar, Jesus Christus, ihr wollt doch nicht Titos Schwiegermutter aussiedeln. Was für eine Schwiegermutter, fragte ich. Ja, die Frau Haas, das ist doch die Mutter von Titos Frau. Ich sagte, dieser Name steht doch auf der Liste, was kann ich denn dafür? Und der Kommandant, geh zurück und bring das in Ordnung. Wir wollen keine Schwierigkeiten bekommen. Dann bin ich also hingegangen und habe mich bei der Schwiegermutter entschuldigt, bei der Haas. Sie hat böse dreingeschaut. Anfang Mai 1945 wurden wir denunziert und die Partisanen holten uns ab, haben uns inhaftiert und abgeführt. Am nächsten Morgen wurden meine Eltern aufgerufen und sie mussten raus. Und da hatte ich große Angst um die Eltern und bin zum Guckerl und habe ihnen nachgerufen und habe geweint. Da kam dann ein Soldat, der uns dort beaufsichtigt hat und hat mir hineingesprochen, sei froh, dass du drinnen bleiben kannst. Ich konnte damit damals noch nichts anfangen, aber heute weiß ich, was es bedeutet hat. Die Geheimdienstleute waren selbst Opfer. Einer von ihnen hat als Kind miterlebt, wie die Deutschen den ganzen Bauernhof und seine Eltern bei lebendigem Leib verbrannten. Er selbst flüchtete in den Wald. Wer Gewalt sät, wird auch Gewalt ernten. Hier war das Lager Tüchern. Leider, man sieht gar nichts mehr davon. Die Baracken sind weg, alles ist planiert, ist alles schön grün. Der Wald ist weg, aber wir wissen, darunter, unter dieser Erde, liegen so, so viele Tote. Aber ich kam ja ziemlich spät herein. Früher waren natürlich die Domobranze drinnen, die waren die allerersten. Und diese Domobranze, die hat man furchtbar behandelt. Man hat sie hineingetrieben, die sind dann mit Draht zusammengebunden worden, zu 100 und 100. Man hat sie dann den Berg hinaufgetrieben und lebender in diesen See hineingeworfen, wo später dann die Zilia-Fabrik das zugeschüttet hat, auch mit Zinkabfall und allem Möglichen. Der Wasserspiegel ist dann gestiegen, aber ganz zu unterst liegen hauptsächlich die Domobranze, die Volksdeutschen auch, die sind dort in Tüchern eben auch erschlagen worden. Ich weiß nicht, ob meine Eltern gerade dort in Tüchern ermordet sind worden oder am Weg nach Tüchern. Ich weiß heute noch nicht, wie sie umgebracht worden sind und wo sie umgebracht worden sind. Ganz extrem ist der Fall der sogenannten Dachauzieher. Das waren nämlich die Slowenen, die von Hitlerdeutschen nach Dachau gekommen sind, dort überlebt haben und freudig nach Hause gekommen sind. Und dort noch einmal eingespart worden sind, weil man ihnen vorgeworfen hat, dass sie faktisch, weil sie überlebt haben, kollaboriert haben müssen. Wir wurden in Tüchern dann immer wieder verhört und nachdem ich ja immer wieder gesagt habe, ich will nach Graz, bin ich dann mit nach Sterntal gekommen. Das war dann das zweite Lager. Jesus, da waren Tausende eingesperrt, wissen Sie? Tausende? Man wollte mich auch einsperren, aber ich flüchtete. Ach, so viele waren es. Ja, wissen Sie, dort oben waren die Baracken. Sehen Sie das Gebäude? Da drin hat man die Leute blutig geschlagen und dann mit Wasser abgespritzt. Ja, Hunderte sind hier gestorben. Und verscharrt hat man sie in einer Schottergrube. Auch Kinder starben. Ja, die Kinder liegen dort im Garten. Ach dort, wo jetzt dieser schöne Garten ist, dort sind die Kinder begraben? Ja, dort sind viele begraben. Damals hatte der jugoslawische Geheimdienst Osna nicht nur juristische Vollmachten, sondern durfte auch Exekutionen durchführen. So hat es hier unten entlang der Straße von Hoce mindestens 5 Massenexekutionen gegeben. Jedes Mal wurden zwischen 60 und 100 Menschen erschossen.
Viele Massengräber sind da unten und die sind noch nicht gekennzeichnet. Die Verurteilten wurden entweder aus dem Gefängnis in Maribor oder aus dem Lager Sterntal gebracht. Davon war etwa die Hälfte Volksdeutsche bzw. deutsch sprechende Altösterreicher. Die andere Hälfte waren Slowenen, die mit den Deutschen kollaboriert hatten. Darunter waren viele ganz einfache Menschen, Arbeiter, Bauern, die sich von Hitler ganz einfach Vorteile erhofft haben. Außerdem waren sie in der Steiermark einer besonders starken IS-Propaganda ausgesetzt worden. Sterntal wieder das gleiche Bild, Stacheldraht und viele, viele Baracken. Und da sind wir dann reingekommen. Da hatte ich das Gefühl, ja, kommst du da überhaupt noch einmal raus? Transport nannten wir das. Man sagte nicht einfach Erschießung, sondern Transport. Das war so ein konspiratives Wort. Und das war so. In der Früh wurde das Grab ausgeschaufelt und am Abend holten wir die Verurteilten ab. Als wir am Erschießungsort ankamen, wurden sie losgebunden und ausgezogen. Die Kleider wurden vernichtet, damit war keine Identifikation mehr möglich. So standen wir also damals vor der Grube, die Verurteilten waren nackt. Da hat sich einer von ihnen plötzlich losgerissen und ist in den Wald gestürzt. Die Soldaten fingen an zu schießen, aber sie trafen einen eigenen Offizier. Der Offizier war tot und der Geflüchtete konnte sich tatsächlich retten. Die Geheimpolizisten waren derart aufgeregt, dass sie den Nackten in die Knie schossen, damit sie nicht mehr flüchten konnten. So haben wir die Opfer in Fünfergruppen vor die Grube gestellt und von hinten erschossen. Es sind in Slowenien nicht nur die Deutschen vertrieben worden bzw. getötet oder in Lager gekommen, sondern ist auch die besitzende bürgerliche slowenische Schicht unter die Räder gekommen. Dann kam das Jahr 1946, die Agrarreform. Es wurde uns alles weggenommen, bis auf 3 Hektar, die für den Eigenbedarf zugelassen waren. Und dann kam das Jahr 1948 und unsere Mühle wurde im Zuge der kommunistischen Enteignungen beschlagnahmt. Mein Mann, ein ehemaliger Partisane, kam ins Gefängnis. Der Vater wurde zu einer Geldstrafe, die Schwester zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaftsschule verurteilt. Nach einem Jahr kam mein Mann aus dem Gefängnis zurück und arbeitete auf einem Bauernhof. Etwa 14 Tage danach kam jemand von der Gemeinde aus Schentjur und fragte meinen Mann, Loise, würdest du in der Mühle arbeiten? So wurde mein Mann in seiner eigenen Mühle angestellt, in seiner Mühle. Es war schwer für ihn, was da geschah. Die Familie wurde ausgesiedelt. Mein Mann und einer seiner Brüder waren bei den Partisanen. Zwei andere Brüder wurden von den Deutschen erschossen. Und zum Schluss waren die eigenen Leute so brutal zu ihnen und haben sie derart schlecht behandelt. Was mit ihnen gemacht wurde, ist eine zum Himmel schreiende Sünde. Es ist schrecklich. Aber was kann man machen? Das war dann im Jahr 89, als das Kreuz in Tüchern aufgestellt wurde. Circa 20.000 Menschen sind gekommen. Gesprochen hat der Bischof von Marburg und der hat eben gesagt, und so viele wie hier sind, sind jetzt auch hier unter der Erde. Mir Genugtuung hat aber gegeben dann die Totenmesse, die sie auf diese Messe noch gegeben haben. Und da war ich dann irgendwie versöhnt und es war für mich wunderbar beeindruckend, dass meine armen Eltern die Totenmesse bekommen haben. Ich würde auch heute wieder zu den Partisanen gehen, aber wahrscheinlich würde ich um den Bolschewismus einen großen Bogen machen. Wir Steirer haben den Bolschewismus erst nach dem Krieg erlebt und der war hässlich. Eine Schweinerei war das. Wir haben eine schlechte Sache, die Sache Hitlers, gegen eine andere schlechte Sache, die Sache Stalins, getauscht. Das ist das Problem. Bei den Säuberungen nach der kommunistischen Machtübernahme starben ca. 15.000 Slowenen und 5.000 deutschsprachige Steirer. Der Großteil der deutschsprachigen Minderheit und mehrere tausend Slowenen wurden zur Emigration gezwungen. Oh.
Man kennt mich vor allem durch meine Fotografien der einfachen Menschen. Ich habe stets den Menschen in den Raum gestellt. Das heißt, er ist ein Teil der Natur. Deswegen kann er mitten im Bild stehen und in die Kamera schauen, was normalerweise nicht erlaubt ist. In Wirklichkeit handelt es sich um das Zeugnis einer Welt, die es sehr lange gegeben hat, die aber jetzt langsam stirbt. Denn die Straßen, die Nähe der Städte sind die Ursache, dass die Menschen nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Es ist interessant, dass diese Menschen, egal ob jung oder alt, trotz ihres einfachen Lebens glücklich waren. Wurde Slowenien zum ersten Mal in der Geschichte zu einem freien und souveränen Staat. Die junge Republika Slowenia hatte aber einige Altlasten zu bewältigen, unter anderem die Rückgabe von enteignetem Vermögen. Meine Familie stammt aus Oberkrain und ist seit Jahrhunderten dort ansässig gewesen. Mein Großvater kaufte dann die Herrschaft Lemberg bei Zili. Zur Herrschaft gehörten fast 400 Hektar Land. Im Jahre 1945 wurde dies mit Federstrich enteignet. Noch bevor das heutige Slowenien sich etabliert hat, bin ich im Jahr 1989 das erste Mal im Museum in Zili gewesen, habe etliche Sachen aus der Burg Lemberg gefunden. Der größte Teil der Sachen sind, wie mir gesagt wurde, nach dem Krieg von diversen Partisanen, Bossen bzw. später dann Minister ins Ausland geschafft worden. Urgroßmutter 1790 geboren, 1871 gestorben. Familienähnlichkeit ist da, sie hat das gleiche Nasal wie wir. Mit der Durchsetzung des Kommunismus in Jugoslawien und damit auch in Slowenien ist eine Situation eingetreten, die ganz anders war als in den übrigen kommunistischen Staaten. Nämlich in Jugoslawien ist ein Selbstverwaltungsmodell eingeführt worden. Das heißt, das Eigentum ist vergesellschaftet und nicht verstaatlicht worden. Dadurch haben sich viele Komplikationen ergeben. Und heute ist man vor der Situation gestellt, dass es wahnsinnig schwer eruierbar ist, wer der wirkliche Eigentümer dieses Besitzes ist. Leta 91 smo dobili odločbo, da se vrne. Im Jahre 1991 erhielten wir den Bescheid, dass die Mühle mit allem, was dazugehört, an Michael Novak zurückgegeben wird. Unsere Freude war leider nur von kurzer Dauer. Denn bis heute hat sich nichts geändert. Vor einem halben Jahr ist leider mein Mann gestorben. Aber auch mein Sohn wünscht sich, dass hier einmal eine Tafel mit der Aufschrift Novaks Mühle hängen wird. So wie einst. Ich bekam einen Brief von ehemaligen Angestellten, die mir geschrieben haben, ich solle sofort in der Skupčina Občina in Zili meine Anwartschaft feststellen lassen. Ich reichte alle Urkunden ein und wartete einmal. Seit 1991 fordert Herr Gallet die Rückgabe seines Anwesens. Während sich das Verfahren immer wieder verzögert, verfällt seine Burg. Viele Enteignete haben ihren Besitz bereits zurückbekommen. Herr Gallet wartet noch. Und dann ist heute in den oberen Trakt draufgegangen. Dass vor 50 Jahren so Leute umgebracht worden sind. Meine eigenen ist bedauerlich, nicht? Aber man kann nicht aufrechnen. Nicht? Und vor allem keine Sippenhaftung. Nicht? Weil ein ganzes Volk dafür verantwortlich machen, was einige wenige in einigen Jahren nach dem Krieg getan haben, das wäre ungerecht. Und finde ich ausgesprochen schlecht. Und vor allem ist es, wenn man neu beginnen will, ja voll kein Anfang. Ne? Tukaj sem. Edina ženska v labirintu zrcal. Hier bin ich. Tukaj sem. Hier. Du bist in mich hereingetreten und hast dich in dir selbst wiedergefunden. Mich hast du zerschlagen und wusstest nicht, dass du das Glas in deinem Munde bist.
Hier bin ich. Die Jugend in Slowenien, in der Steiermark, in Ptuj, wer ist das? Einerseits sind das Menschen, die mit dem Zerfall Jugoslawiens ihre Identität verloren haben. Es sind Menschen, die von dem, was sie einst waren, abgeschnitten wurden. Andererseits sind das Menschen auf der Suche nach einer neuen Identität in einer sehr ungewissen Gegenwart. Es sind Menschen ohne eine klare Zukunft. Es sind Menschen, die in Europa in dem einzig möglichen Weg noch keine greifbare Chance sehen. Sam pride. Komm allein. Und wenn du dich selbst vergessen haben wirst, wird der Schnee aufbrennen. Und wenn du vergessen haben wirst, dass du vergessen hast, wirst du erblicken, dass auch du einzig bist. Die Hauptidee bei unserer Arbeit ist, dass wir im Grunde über uns selbst singen. Über unsere Probleme, Gefühle, unser Zuhause und das in unserer Sprache, in unserem Dialekt. Es ist ganz klar, dass im früheren Jugoslawien unsere Ideen der Regionen nicht gerade mit Sympathie aufgenommen wurden. Es ist eine Tatsache, dass in den Regionen ein und dieselben Flüsse fließen, dass die Menschen den gleichen Wein trinken, dass sie ungefähr das gleiche essen, dass sie fast dieselben Gewohnheiten haben, dass sie sich im Winter ungefähr gleich dicke Mäntel anziehen und dass es ihnen im Sommer gleich heiß ist. Das sind Dinge, die unaufhörlich die Lebensweise der Menschen in einer Region bestimmen. Es wird einfach immer deutlicher, dass die politischen Grenzen künstliche Gebilde sind, die ein paar Jahrzehnte irgendwie halten. Aber zum Schluss setzt sich immer die Region durch, egal welche Sprachen in ihr gesprochen werden. Noch gibt es Verbindungen zwischen den Volksgruppen. Jedes Jahr zu Pfingsten trifft man sich in Heiligengeist an der österreichisch-slowenischen Grenze und feiert ein gemeinsames Fest. Aber es sind die Alten, die kommen. Und mit dem Verschwinden der Minderheiten, diesseits und jenseits der Grenze, droht das Erbe einer langen gemeinsamen Geschichte in Vergessenheit zu geraten. Die Geschichte einer Gemeinsamkeit, die niemand mehr erkennt. Oh, yeah.
Amen.